Hallo Leute und willkommen zum vielleicht letzten Part von Christmas Stories der Nussknacker. Ich freue mich schon auf das Battle hier jetzt von unserem gerüsteten Nussknacker und bin auch schon zurückgegangen. Und hoffe, dass ich die Puppen alle jetzt gefunden habe, die ich finden sollte. Ja, wenn nicht, dann habe ich wohl Pech. Jedenfalls gehen wir jetzt rein in den Thronsaal, mal gucken, was passiert. So, da sind wir nun und jetzt setze ich unseren gerüsteten Nussknacker ein. King has been defeated. Princess Mary is safe, but the curse must still be broken. Remember, it all started in the Christmas Hall. Ja, nun haben wir ja die beiden wieder, Prinzessin und den Nussknacker. Und was ist das? Ein Zauberstab? Juhu, die Herrschaft des Rattenkönigs ist vorbei. Nun muss ich den Fluch brechen. Dazu muss ich dorthin zurückkehren, wo alles begann, im Weihnachtssaal. Nun, da mein Erzfeind erledigt ist, kann ich in den Weihnachtssaal zurückkehren und Fluch ein für alle mein Ende setzen. Da ist noch eine Puppe, da ist noch eine Puppe. Ich habe auch noch die gefunden. Menno, 24 von 25. Da fehlt immer noch was. Irgendwo muss ich eine übersehen haben oder so. Keine Ahnung. Muss ganz versteckt sein. Hoffentlich nicht hier jetzt mehr. Ich guck ja schon immer, aber keine Ahnung. Nicht, dass ich doch noch eine übersehen habe, aber ich, ne? Ja. Ich gehe mal hier so nach und nach zurück. Vielleicht sehe ich ja noch ein Puppendingsbums. Haus oder Puppe. Und die, denke ich immer, kann ich nehmen. Ich kann sie aber nicht nehmen. Es wäre dann eigentlich die letzte. Aber naja. Ist wohl nicht richtig. Und hier sind wir auch nicht richtig. Ich gehe mal wieder doch zurück. Hä? War das nicht hier? Da komme ich ja gerade her. Lalalala. Da ist der Weihnachtssaal. Und kann ich hier die beiden nicht einsetzen? Was ist mit dem Weihnachtsmann? Kann ich den nehmen? Nee, der zählt nicht als Puppe. Ich meine auch, dass ich hier damals zwei gefunden habe. Wo habe ich denn welche übersehen? Oh, wie ärgerlich, wenn man immer fast alle hat und nicht, dass das Spiel dann gleich vorbei ist und dann habe ich doch nicht alle Puppen. Ach, naja, was soll's, oder? Dann ist das so. Ich habe geguckt, ich habe es versucht. So, gehen wir zurück, setzen die beiden ein. Prinzessin? Und Nussknacker. Juhu. Ich muss nur den Zauberstab benutzen, damit die beiden halt wieder lebendig oder zurückverwandelt werden. Our hero placed the nutcracker and the doll just before the clock struck midnight. In a sparkle of Christmas magic, the toys disappeared. In their place were Albert and his beloved Mary. Together at last, just like the prince and princess in the stories they loved as children, the two lived happily ever after. You're not too late for the ball after all. The guests are still here, and the party's in full swing. Christmas comes only once a year. And who knows what will happen next time? Yippie, wir haben es geschafft. Das war ein total schönes Spiel mit dem verdaddelten Kerzenleuchter hier auch noch jetzt an der Seite. Hat mir total Spaß gemacht. Ich fand es echt ein richtig schönes Wimmelbildspiel. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit ganz passend. War ja klar, dass die Prinzessin, also das Mädel, was wir jetzt gespielt haben, ist ja keine Prinzessin, wahrscheinlich nur ein Mädchen.
Aber die ist ja irgendwie... Ja, von der wusste man gar nichts. Sie hat halt geholfen und jetzt ist sie am Ende wieder nach Hause gegangen oder so. Keine Ahnung. Aber der Nussknacker hat seine Mary wieder und beide sind auch wieder zurückverwandelt. Alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles Happy End mäßig gelaufen. Finde ich natürlich schön. Ich fand die Idee mit dem Kerzenleuchter schön. Ich fand die Idee mit dem Fred auch schön. Und naja, so ein bisschen wieder mal ein anderes Wimmelbildspiel. Falls es euch auch gefallen hat, schreibt es mir doch in die Kommentare. Allerdings sind wir hier noch nicht durch. Aber so vorab, das wäre das Ende der normalen Edition, sag ich mal. Und ich bin gespannt, was jetzt noch in der Sammler-Edition kommt. Deswegen breche ich auch diese wundervolle Musik, die hier läuft, die ich echt gerne mag, trotzdem mal ab. Glückwunsch, du hast das Spiel abgeschlossen. Du kannst nun das Bonuskapitel spielen und das möchte ich euch und mir nicht vorenthalten. Also legen wir doch mal los, Bonusinhalt. Kommt das jetzt automatisch? Ich glaube schon. Ja, jetzt spielen, dann machen wir das doch mal. Was kommt denn hier jetzt? This was a great quest. I'm so glad we helped Albert. Meow! Help me! Oh, Fred wurde entführt. Dann müssen wir natürlich den wieder retten. Was für ein schönes kleines Kästchen. Wer es wohl hier zurückgelassen hat? Ich weiß nicht, aber wir können hier einsammeln. Was haben wir denn jetzt? Ein Holzdübel, einen von zweien. Und wir können hier reingehen. Okay, interessant. Aber müssen wir erstmal Feuer machen oder Licht oder so? Das Feuer ist erloschen, nur die Kohlen glühen noch. Vielleicht brauchen wir dafür unseren kleinen Freund. Kann ich die Treppe hoch? Nein. Okay, dann gehen wir erstmal wieder raus. Und da nochmal lang. Hier draußen ist es kälter als im Nordpol. Warum geht sie da nicht weiter? Keine Ahnung. Was ist denn hier noch? Die Wurzeln sind trocken, aber zu hart, um sie abzubrechen. Aber ich habe ja eine Axt. Leg mal los. Und was ist das? Ein Rohrstück. Und Holz. Dann legen wir das Holz doch mal auf diese leichte Glut hier noch rauf. Geht das nicht? Doch, geht wohl. Mein heißer kleiner Freund kann hier ein Feuer machen, aber... Doch, den haben wir sogar bei uns. Ich dachte, den müssten wir erstmal wieder holen. So. Ah ja, cool. So. Und jetzt können wir hier... diese Stücke einsetzen. Noch nicht. Ich habe ja nicht alle. Nehme ich mal an. Aber wir können hier noch weiter gucken. Schere einsammeln und andere Werkzeuge oder so. Eine Drehbank. Die kann ich gebrauchen. Ich bin ja nicht so der Fan davon, Sachen einzusammeln, wo man immer drei Teile braucht und so. Aber okay. So, ein Wimmelbildschrank. Irgendwie so eine kleine Kleiderecke hier. Ein Besen, den sehe ich schon mal. Maus zweimal. Cinderella! Mäuschen im Häuschen! Ich sehe kein Mäuschen im Häuschen. Dann die Mandoline und Schal. Schachfigur, Handschuh und Wasserpfeife. Teddybär, blauer Mantel, Feder. Da ist der Teddybär, den hatte ich schon öfters gesehen. Die Feder habe ich auch schon gesehen. Blauer Mantel. Ist das der blaue Mantel? Da ist der blaue Mantel. Wo ist denn die Schach? Da ist die Schachfigur, genau. Handschuh und Wasserpfeife. Handschuh. Wasserpfeife. Wo ist die denn? Da ist sie. Steht sie doch. Und die Maus. Warum finde ich die nicht? Da ist die andere Sonne.
Das war sicherlich einmal eine Halskette. Also soll ich die anderen Teile finden. Wo denn? Ich suche schon. Das war eine Maus. Da ist die andere Maus. Okay, jetzt wusste ich wenigstens auch, wie sie aussehen. Und was jetzt mit der Halskette? Liegt hier irgendwas von der Halskette, was ich nehmen kann? Hier im Schmuckdings. Wo denn? Ach so, mit Nähzeug soll ich... Ach so, ich dachte, ich soll jetzt irgendwie noch mehr Perlen oder so. Gut gemacht. Das könnte sich als nützlich erweisen. Okay, es ist ja sonst zu kalt anscheinend. Da können wir nicht mehr hin. Dann gehen wir raus. Alles klar. Schon besser. Hiermit bleibe ich schön warm. Das ist ja cool gemacht. Jetzt hat sie sich so diese Felljacke angezogen. Finde ich irgendwie cool mit dem Rand, als würde man halt durch so eine Kapuze durchgucken. Das kennt man ja. Er ist meine alte Flamme, aber er ist immer noch nützlich. Ja, mach mal. Du machst das schon. Hast du gut gemacht. 2 von 3 schon. Aber ich habe irgendwie nicht alle Puppen gefunden gehabt, fällt mir gerade ein. Das ärgert mich gerade. Keine Ahnung, wo die waren. Wo ist der Räumdienst, wenn man ihn braucht? Ich weiß nicht, was ich nehmen kann. Den Schal? Weiß ich nicht. Gehen wir mal erstmal weiter. Er wird schon nicht die Hand beißen, die ihn füttert. Ich habe aber auch gerade nichts. Gehen wir mal zum Schneemann. Da, guck mal, der hat einen Brief für uns. Man weiß nicht viel über die Kater mit dem Decknamen Cheshire. Cheshire? Cheshire, Cheshire, glaube ich. Die Organisation selbst konnte ihren Hintergrund nicht überprüfen. Er ist fähig, jederzeit zu verschwinden und wieder aufzutauchen. Sein Aufenthaltsort ist daher meist unbekannt. Die Cheshire... oder Cheshire, oder wie auch immer man das ausspricht, ist zum Beispiel auch die Katze aus Alice im Wunderland. Ist auch so ein Kater. Oder so eine Katze. Ich glaube, wir haben jetzt alles, oder? Ja, gut, dann... hier nichts mehr. Was ist hier? Ah! A kind magician set out to undo the damage caused by the snow wolves. He brought together every breed of cat in the kingdom and cast a spell on them. The results were greater than even he could have imagined. His magic had given the cats special powers. These super cats rose up against the snow wolves and banished them from the kingdom. The kingdom was safe for generations under the protection of these fantastic felines. When a cat passed on, its kittens were trained and ready to take its place. The snow wolves were never a problem again. Ah, das finde ich ganz cool, dass man ein bisschen mehr erfährt über diese Katze. Did you see that? Nasty old wolves. If you get me out of here, I'll teach you how to use my potions on them. I promise you that. Insbesondere Katzen? Okay. Armes kleines Kätzchen, ich komme nicht an dich heran. Kannst du nicht mit dem Schal hoch? Verflixt, das Brett steckt im Eis fest. Kannst du das nicht einfach hier mit unserem Freund? Geht das nicht? Du bist zwar ziemlich heiß, Kätzchenleuchte, doch ich brauche mehr als nur die Kraft einer Kerze, um dieses Eis zu schmelzen. Okay, kann ich das einfach irgendwie einschlagen oder so? Ich glaube nicht. Dann komme ich hier so erstmal nicht weiter, glaube ich. Oder was soll ich machen? Soll ich doch hier was machen können, wo ich gerade bin? Zwei von drei, eins von zwei. Ich habe ja, weiß nicht, was kann ich mit der Schere machen? Oder hier, mit dem hier bestimmt. Genau. Kann ich das ja wegnehmen. Ich dachte, ich müsste das streuen oder so. So, was haben wir hier? Ein Wollhaar-Mammut.
Ich sollte mich nach der Form umsehen. Woll haben, Mammut. Auch ein interessantes Wort. Ich sollte mich nach der Form umsehen. Was haben wir hier? Ein Bleistift, ne? Genau. Ich brauche einen passenden Spiegel. Okay. Und nu? Kann ich das Schloss irgendwie schon öffnen? Ich glaube nicht. Glaub nicht. Oder kann ich das Rätsel doch schon machen? Ich muss herausfinden, was fehlt. Nee. Das sind bestimmt diese Bolzen und so. Und hier? Kann ich irgendwas schon basteln oder so? Ich glaub nicht. Wo soll ich denn hin? Helft mir mal. Da soll ich hin. Doch wieder hier. Muss es hier noch was zu tun geben? Ich habe mich nicht vernünftig umgeguckt anscheinend. Ah, jetzt habe ich diese Stäbe. Und hier fehlt wieder was. Und jetzt kann ich aber bestimmt dieses Rätsel machen. Machen wir das doch mal. Soll bestimmt alles auf eine Linie. Nehme ich mal an, genau. Ach ja, schön. Cool. Hat sogar relativ schnell geklappt. Da freue ich mich drüber. Echt. Juhu. Oh. Oh. Oh, hier voll so. Oh. Oh, das ist eine schöne Katze. Die hätte ich auch gern. Also. Oh, immer diese Hustenanfälle auf einmal. Die Katzenstatue hätte ich gerne. Also nicht eine richtige Katze davon. Ich habe ja schon eine. Es muss doch einen Weg geben, den Umriss dieses Spiegels aufzuzeichnen. Habe ich sogar. Aber, ja, auf was? Gehen wir mal rein. Ich kann kaum die Hand vor Augen sehen. Was soll ich dann machen? Kann ich den Schal anbrennen? Hä? Muss da wenig Umriss dieses Spiegels aufzuzeichnen. Mit dem Eimer? Ich weiß nicht, hab ich was? Ach so. Ah. Interessant. So geht's natürlich auch, aber mit einem Bleistift auf dem Stoff zeichnen, ob das so gut funktioniert. Jetzt muss ich den Spiegelumriss ausschneiden. Zufällig habe ich eine Schere. Und so habe ich jetzt den Umriss. Wo habe ich ihn denn? Keine Ahnung. Bin ich jetzt hier fertig oder nicht? Hä? Ah, okay. Aha, ich kann den irgendwie so verstellen. Schön, dass die Musik wieder anfängt. Die habe ich wieder vermisst hier. Okay, ich habe ihn jetzt irgendwie runtergestellt. Und jetzt geht das Leuchten da rein und... Oh, ganz allein im Dunkeln. Hallo. Please, if you're willing to listen, I'll tell you the legend of the Snow Wolves. Those pitiless aggressors have terrorized people for generations. Every 12 years, on the coldest day of the year, they seek out new territory. That's how they came to this kingdom. People were no match for these wintry beasts. The wolves had snow magic on their side. Like a blizzard with fangs, the wolves tore through every town in the kingdom, leaving death and destruction in their wake. Okay, und noch ein Brief. Der furchterregende Wolf Eiszahn war damals Anlass für die Gründung unserer Organisation. Wir haben jahrelang versucht, seinen Hintergrund zu erforschen, wissen aber nur, dass er der Schneekönigin diente, bis aus unbekannten Gründen aus ihrem Königreich verbannt wurde. Seitdem lässt er seine Wut an der Welt aus. Und wir haben ihn direkt mitgenommen, die Professorenkatze, alles klar. Den Brief lassen wir hier. Okay. Dann haben wir hier noch so einen, der Umriss eines Schildes. Ich denke, ich weiß, was das bedeutet. Dass ich das da reinsetzen soll und das aber nicht habe oder so.
Hier muss es doch noch mehr geben. Zum Beispiel ganz viele Puppen, damit ich sie endlich vollständig kriege. So was Blödes. Und wenn ich die Spiegel nochmal verändere, geht das nicht? Dann würde das Licht da vielleicht anders reinfallen, so. Aber das geht anscheinend nicht. Na gut. Geh mal raus. Was war hier nochmal? Mammutförmig und so. Komme ich nicht mit weiter. Was brauchte ich hier nochmal? Ach ja, so ein Ding. Mich auch nicht. Der Wolf, können wir da was machen? Nee, der will ja was fressen, genau. Nix zu machen hier. Kann die Professorenkatze der anderen helfen? Ach nee, ich soll ja das Eis wegbrechen. Das kann es ja dann auch nicht sein. Tja. Wo soll ich hin? Bitte helfen Sie mir, Spiel. Ich wusste, dass es hier noch was zu tun gibt. Ich bin hier noch nicht fertig, ne? Ah, okay, jetzt habe ich nämlich alle drei. Ich muss herausfinden, wie ich dieses vorsichtig abschneiden kann. Hier mit der Schere. Ganz vorsichtig abgeschnitten. Okay, jetzt habe ich da ein paar Pilze, wozu auch immer die gut sind. Vielleicht um den Wolf da draußen zu vergiften oder so. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Dinge. Kann ich das hier... Ich weiß nicht, ob das... Nee, ich glaube, das gehört hier nicht mal rein, ne? Was ich jetzt gesammelt habe. Diese drei? Doch, die gehören hier rein. Okay. Info. Führe alle Stäbe in die passenden Löcher. Klicke auf eine Scheibe, um sie zu drehen. Klicke auf die Pfeiltasten, um die Stäbe in die Löcher zu befördern. Wenn ein Stab nicht in ein Loch passt, bleibt er an Ort und Stelle. Ich würde sagen, dieses Rätsel machen wir im nächsten Part von Christmas Stories der Nussknacker vom Bonuspart. Und ich freue mich, wenn ihr noch dabei bleibt. Bis dann!